So, da bin ich wieder. Hier ist nämlich noch ein Gang. Das war ja so klar. Ach, guck mal an, Schwester hat's auch noch. Kann übrigens keine Rolle machen, wenn man springt. Das geht hier noch nicht. Zwei Hebel. Hab ich doch richtig gesehen. Ah, naja, ich nehme erstmal den. Okay, das war die Tür bei den Felsen da hinten. Ist das möglicherweise die Tür? Ja. Und ich höre, glaube ich, schon wieder Löwen. Löwen, wohlgemerkt. Verdammt. Nein, ich werde nicht den Gefallen tun und in das Loch fallen. Meine Fresse. So. Ich hoffe mal, diese Pforte hier war nicht zeitgesteuert. Sieht nicht so aus. Was ist das für eine trügerische Ruhe hier? Was ist das? Ah, das macht die Tür da hinten auf. Dann ist das garantiert zeitgesteuert. Nicht? Naja. Doch, die ist wieder zugegangen. Und das war sehr knapp. Hebel. Die Platte auslösen. Und welche Tür ist als nächstes dran? Die war es jetzt schon mal nicht. Naja, nochmal das Spielchen. Vielleicht habe ich die Platte... oder hätte ich die Platte zuerst auslösen sollen. Und dann den Hebel ziehen. Weil da ist ja auch noch so ein Ding.
Die ist allerdings jetzt zu. Da liegt auch noch ein Midi-Pack, habe ich gerade gesehen. Boing. So, jetzt habe ich zur ersten Karte ausgelöst. Ja, Lara, ein bisschen schneller. Ich höre was, aber die ist schon wieder zu. Und dieses schon mal nicht. Vielleicht ist jetzt das Gitter hinten offen. Nein. Okay, das ist kompliziert. Ja, ach, Lara, bitte. Jetzt mach doch mal. Ich meine nicht, dass das Spiel einen so oder so in den Wahnsinn treibt. Und dann auch noch diese Zicken dabei macht. Nein. Oh, auf da. Okay, so geht's nicht. Naja. Welche Möglichkeit gibt's denn noch? Geht dann auf jeden Fall wieder zu. Ziemlich schnell. Geht das Gitter eigentlich auch auf, wenn ich hier oben auf die Platte springe? Vielleicht kann ich da ja zuerst rein. Das würde timingmäßig vielleicht das klitzekleine Quantum Zeit. Ah, guck mal. Verschaffen, was auf dem anderen Weg verloren geht. Ist das Gitter noch auf? Es ist noch auf. Ah, ich hab's geschafft. Und das ist auch auf. Boah, das war aber jetzt aber mal sowas von knapp. Ich hoffe, ich hätte nicht vorher wieder rausgemusst. Nein. Nee, das geht ja nicht. Das wäre ja dann auch völlig blöd gewesen. Dann wäre man ja quasi eingebackt. Tja, was hatten wir da jetzt eigentlich von? Kein Schlüssel? Nur ein Midi-Pack. So, das ist diese Falle. Und ein Speicherkristall. Naja, hier werden wir wahrscheinlich sowieso nicht wieder hinkommen. Also kann ich den benutzen. Ich bin mir sicher. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ah, hier kann man raus. Behaupte ich jetzt einfach. Ich weiß es nicht. Sieht jedenfalls so aus. Habe ich jedenfalls gedacht. Was?
Ach da, im Dunkeln. Hier oben, hallo. So, nächste Frage. Da geht's sowieso wieder hin, irgendwie. Gibt's hier oben noch was zu erledigen? Geht's da weiter? Nee, ich kann's nicht erkennen. Diese ja, Fels-Textur hier, die geht echt auf Augen. Irgendwie. Ja, hier ist nix. Oh. Da, Munition. Wer legt da Munition hin? Tja, jetzt kommen wir eigentlich nur wieder hier hin. Hier hat sich offensichtlich schon mal wieder nichts getan. Au. Ich guck nur mal, ob sich hier irgendwo so eine Tür geöffnet hat. Wäre ja möglich. Ist natürlich nicht. Jedenfalls schon mal nicht die da. Die hier oben auch nicht. Tja, schade eigentlich. Überlege gerade, wo noch so ein Gitter war. Und da müssen wir jetzt schon wieder zurück. Ich weiß es gerade nicht.